السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. بسم الله الرحمن الرحيم. Wir beginnen im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen, des Allgnädigen. Und wir suchen bei Allah Ta'ala, dem Erhabenen, Zuflucht vor dem verfluchten Shaitan. Und wir bitten Allah Ta'ala darum, dass er uns und unsere Familien beschützen möge. Und wir werden heute, inshallah, die Lesung zu den Weisheiten von Ibn Athallah fortsetzen. Wir sind angekommen bei der siebten Weisheit. Und die Weisheiten, selbst wenn sie eigenständig sind und in sich selbst geschlossen sind, so hat der Autor sie doch so in eine Reihe gesetzt, dass sie irgendwo auch miteinander zu tun haben. Und deswegen wundern wir uns nicht, dass in der siebten Weisheit ein Thema wieder auftaucht, das wir bereits letzte Woche in der sechsten Weisheit gehört haben. Und zwar hatten wir letztes Mal über das Thema des Bittgebetes gesprochen. Und bevor wir jetzt eingehen in die siebte Weisheit, müssen wir noch einmal ganz kurz festhalten, dass ein Bittgebet, also dass ich mich Allah, dem Erhabenen, dem Allmächtigen, dem Allgnädigen, dass ich mich ihm zuwende, dies ist ein Gottesdienst in sich selbst. Es ist also nicht nur, ich bitte Gott um etwas, als würde ich einen Freund darum bitten, mir zu helfen, sondern hier geht es darum, dass der Mensch sich in Demut und seines Bedarfes gegenüber Gott bewusst Allah Ta'ala zuwendet und die Hilfe, die er sonst nirgendwo anders erhält oder erhalten kann, bei Allah Ta'ala bittet. Selbst wenn die Antwort darauf ist, dass Allah Ta'ala uns Menschen schickt, die uns helfen, diese Herausforderung zu lösen. Letztlich führt diese Antwort zu dem zurück, geht diese Antwort zu dem zurück, der alles in der Hand hat. Und dies ist Allah Ta'ala. Deswegen halten wir im Hinterkopf, das Bittgebet an sich sollte für uns in unserem Bewusstsein nicht das Fordern sein, gib mir, sondern es ist immer auch eine Zuwendung an Gott in Demut. Mit dem Bewusstsein darüber, dass ich Allah Ta'ala, dass ich demjenigen, in dessen Hand alles liegt, dass ich diesem gegenüber bedürftig bin. Dass ich Allah Ta'ala gegenüber bedürftig bin und deswegen wende ich mich ihm zu. Und an diesem Punkt knüpft Ibn Athallah an, indem er zur siebten Weisheit sagt: لا يشيكنك في الوعد عدم وقوع الموعود وإن تعين زمنه لألا يكون ذلك قدحا في بصيرتك أو إخمادا لنور سريرتك. Zu Deutsch: Zweifel nie an dem Versprechen, wenn das Versprochene nicht geschieht. Selbst dann nicht, wenn seine Zeit festgelegt ist. Denn dies könnte Beeinträchtigung deines Blickes und Unterdrückung des Lichtes deines inneren Herzens sein. Ich lese es noch einmal auf Deutsch vor. Und ihr seht es ja auch. Zweifel nie an dem Versprechen, wenn das Versprochene nicht geschieht. Selbst dann nicht, wenn seine Zeit festgelegt ist. Denn dies könnte Beeinträchtigung deines Blickes und Unterdrückung des Lichtes deines inneren Herzens sein. Was heißt das? Allah Ta'ala sagt im Koran, gewandt an den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ. Und wenn dich meine Diener nach mir befragen, so teile ihnen mit, ich bin ihnen nahe. Ich erhöre die Frage oder die Bitte des Bittenden, wenn er mich denn bittet. Und genau damit hat diese Weisheit zu tun. Allah Ta'ala hat uns versprochen, dass er jede Frage von uns, jedes Zuwenden an ihn beantworten wird. Er wird unsere Zuwendung, unser Bitten, unser auf ihn zugehen, nie unbeantwortet lassen. Das ist das Versprechen. Das Versprechen, das Allah Ta'ala uns gegeben hat, ist, dass er hört, worum wir bitten. Und dass er es auch nicht nur hört, sondern immer auch erhört. Wobei, wie wir letztes Mal schon festgehalten haben, die Antwort, also wie die Antwort ausfällt, wie dieses Erhören ausfällt, das entscheidet Allah Ta'ala, weil er weiß, was die beste Antwort für uns ist. Und deswegen heißt es ja auch im Koran, أَحْسَى تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Und vielleicht ist bei euch etwas verhasst, aber es ist gut für euch. Und etwas ist geliebt bei euch, aber es ist schlecht für euch. Und Allah Ta'ala weiß und ihr wisst nicht. Das heißt, Allah Ta'ala antwortet in der besten Art und Weise, aber er hat versprochen, dass er antworten wird. Und er wird antworten, selbst wenn wir, und da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein mit diesem Abschnitt, wenn seine Zeit festgelegt ist. Die Zeit, und das müssen wir verstehen, ist in Bezug zu Allah Ta'ala immer anders zu verstehen, als wir Menschen die Zeit definieren. Wir kennen einen Morgen, einen Abend, wir kennen einen Anfang und ein Ende. Aber der Schöpfer, der weder Anfang noch Ende kennt, der schon immer war, der immer ist und immer sein wird, für den ist, also die Zeit ist eine Schöpfung für die Menschen. Und deswegen, wenn die Zeit für das Versprechen festgelegt worden ist, dann ist damit gemeint, Allah Ta'ala wird antworten. Punkt. Aber wann diese Antwort kommt und wie diese Antwort kommt, das ist nicht festgelegt. Und manchmal ist die Antwort schon lang gekommen, aber wir haben es noch gar nicht mitbekommen. Weil die Antwort vielleicht auf eine Art und Weise kam, wie wir sie nicht erwartet haben. Ein Beispiel dafür. Ich mag Allah Ta'ala darum bitten, dass er mir eine gewisse Reise möglich macht. Aber diese Reise wird mir nicht möglich gemacht. Und vielleicht hat Allah Ta'ala mit dem Nichterhören dieser Bitte mich davor gerettet, dass ich auf einem Flug oder auf einem Transportmittel wäre, was einen schrecklichen Unfall gehabt hätte und die Menschen, die dieses Transportmittel genommen haben, sind alle verstorben. Also hat Allah Ta'ala meine Bitte erhört, indem er mir etwas Besseres gegeben hat, nämlich er hat mich davor bewahrt, auf dieser Reise umzukommen. Das ist eine Antwort, die kriege ich vielleicht erst viele Jahre später mit, indem ich erfahre, subhanallah, wenn ich auf diese Reise gegangen wäre und in diesem Bus gesessen hätte, ich wäre nicht mehr. Das heißt, Zeit aus unserer Perspektive ist anders wahrzunehmen, als Allah Ta'ala sie wahrnimmt. Weil Zeit für die Menschen existiert, während sie für Allah Ta'ala nur Schöpfung ist. Und der Autor sagt hier, wir sollen nie an dem Versprechen zweifeln. Denn die Antwort wird kommen. Wenn wir aber zweifeln, wenn wir an der Antwort zweifeln, heißt, wenn wir daran zweifeln, dass das Versprechen erfüllt wird, das Allah Ta'ala uns gegeben hat, dann sollen wir wissen, dies bedeutet eins von zwei Dingen. Das erste ist benannt als die Beeinträchtigung des Blickes. Das heißt,
Die Beeinträchtigung des Blickes steht hier für den Verlust über das Bewusstsein oder den Verlust des Bewusstseins und der Wahrnehmung darüber, was Gott, was Allah Ta'ala uns eigentlich denn schon gegeben hat. Wenn du daran zweifelst, dass Allah Ta'ala dir das Versprechen erfüllen wird, dann wisse, entweder du hast den Blick dafür verloren, für das, was Allah Ta'ala dir überhaupt schon alles gegeben hat. Und deswegen bist du immer hungrig und nicht zufrieden mit dem, was du hast. Beispiel. Oder aber, der zweite Punkt, der sein könnte, wenn du zweifelst, ist die Unterdrückung des Lichtes deines inneren Herzens. Was ist das? Was ist das Licht des inneren Herzens? Das bezeichnen wir als die Hidayah, als der Glaube, als der tief verinnerlichte Glaube, der darauf fußt, dass man absolut überzeugt ist, dass dies die Wahrheit ist. Eben nicht ein Glaube, der auf der Annahme fußt, dass dies höchstwahrscheinlich richtig ist. Noch der Glaube im Sinne dessen, höchstwahrscheinlich ist dies so, sondern der Glaube im Sinne einer felsenfesten, tief verinnerlichten Überzeugung darüber, dass es absolut wahr ist, dass der Schöpfer dieser Welt und derjenige, der die Angelegenheiten der Welt in der Hand hält und ihren Lauf bestimmt durch seinen Willen, Allah der Erhabene ist. Und dass es niemand gibt, der an der Schöpfungswirkung und an der Macht Allah Ta'alas Teilhabe hat. Dass es niemand gibt, außer einen Schöpfer, Allah der Erhabene. Und wenn ich daran zweifle, dass dieser erhabene, allgnädige Schöpfer sein Versprechen nicht erfüllt, wenn ich denke, er erfüllt sein Versprechen nicht, dann soll ich wissen, es kann an zweiter Stelle bedeuten, dass meine Intensität des Glaubens, dass die tiefe Überzeugung, die ich in mir trage, wankt, dass sie schwankt, dass sie einen Moment der Schwäche erlebt, dass sie im Moment nicht so felsenfest ist, wie sie in meinem Herz sein sollte. Dass die Überzeugung wackelt. Davon ausgehend, Allah Ta'ala sagt, إِنَّ لَنَنْصُرُ رُسُلُنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادِ. Wahrlich, wir helfen unseren Gesandten und denjenigen, die glauben, im diesseitigen Leben und am Tage, da die Zeugen auftreten. In einem anderen Vers heißt es: فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِ وَخَافَ وَعِيدِ. Da gab ihnen ihr Herr die Offenbarung ein, ganz gewiss werden wir die Ungerechten vernichten und wir werden euch gewiss nach ihnen das Land bewohnen lassen. Dies gilt für diejenigen, der meinen Stand fürchtet und meine Androhung fürchtet. Und in einem anderen Vers heißt es: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Wer rechtschaffen handelt, egal sei es Mann oder Frau, und dabei gläubig ist, den werden wir ganz gewiss ein gutes Leben leben lassen. Und wir werden ihnen ganz gewiss mit ihrem Lohn das Beste von dem vergelten, was sie taten. Wenn wir all diese Verse hören, Allah Ta'ala sagt, die Ungerechten werden auf dieser Welt nichts zu sagen haben. Derjenige, der glaubt, wird ein gutes Leben haben. Man wird in Sicherheit und Zufriedenheit leben, wenn man glaubt.
Wer auch immer Gutes tut, der wird seinen Lohn im Jenseits und im Diesseits finden. Und dann schauen wir uns an, wie die Welt heute aussieht. Wir überlegen uns, wie die Welt heute aussieht. Schauen wir heute auf die Welt, dann sehen wir, dass die Länder, in denen vielleicht mehrheitlich Muslime leben, in katastrophalen Umständen sind. Entweder sind sie politisch zerfressen durch Bürgerkriege, Beispiel der Syrien und der Jemen, oder sie sind absolut instabil, ja, rutschen von einer Katastrophe zur nächsten, beispielsweise der Sudan oder Ägypten. Ja, eine große Diskrepanz zwischen ungerechten Führern und Volk, das leidet. Und dabei hat Allah Ta'ala doch versprochen, Allah Ta'ala verspricht uns doch hier, dass wer glaubt und Gutes tut, dass derjenige belohnt wird. Mit gutem Leben im Diesseits und im Jenseits. Wie kann es sein, dass Allah Ta'ala all diese Dinge verspricht und die Welt ist, wie sie ist? Wie kann es sein, dass lauter Verrückte und Ungerechte Menschen das Sagen haben und viele anderen Menschen darunter leiden? Wo Allah Ta'ala uns doch versprochen hat, dass die Ungerechten ein schreckliches Ende finden werden und dass Gerechtigkeit sein wird. Hat er uns nicht all diese Dinge versprochen? Wo sind die denn heute? Wo ist die Antwort auf diese Versprechen? Wo ist das gute Leben, das uns versprochen wurde? Wie viele von uns kennen Familien oder haben selbst Familien, die im Ausland unter schrecklichen Umständen leben? Wie viele der Flüchtlinge sind Muslime? Wie viele der Flüchtlinge, die auf der Insel, in der jetzt ein großer Brand stattgefunden hat, sind Muslime? Was führen die denn für ein gutes Leben? Wo ist die Antwort Allah Ta'alas? Und wir stellen diese Frage ganz provokant, ganz bewusst. Wo ist, Allah Ta'ala hat uns diese Dinge versprochen mit seinen Worten. In seinem Koran. Hat er uns diese Dinge versprochen? Wo ist die Antwort? Wie kann es sein, dass die Welt in dem Zustand ist, in dem sie sich befindet, wo Allah Ta'ala uns doch das Gute versprochen hat? So kann einer von uns, so können wir uns die Frage stellen, wo soll die Antwort sein, wenn die Welt ist, wo die ist? Also was sind das für Versprechen, wenn die Welt im Zustand ist, in dem sie sich befindet? Und die Menschen, die gehen doch in die Moschee und beten. Die Menschen lesen doch den Koran. Die Menschen, die fasten doch. Die Menschen, die geben doch Zakat. Die Menschen erfüllen doch diese 5 Pflichtsäulen des Islams. Sie sagen die Shahada. Wie kann es sein, dass die Muslime den Islam praktizieren und keine Antwort kommt? Und dort setzt diese Weisheit auch an, liebe Geschwister. Ist das Füllen der Moschee, also die quantitative Füllung der Moschee, dass viele Menschen in der Moschee sind, dass viele fasten, dass viele beten, ist es das, worauf es ankommt? Oder geht es darum, dass wir als Menschen eine Beziehung zu Allah Ta'ala haben, dass dieser Glaube sich reflektiert auf unser Leben? Dass es hier darum geht, wie wir als Menschen handeln. Liebe Geschwister, was bringt es, wenn die Moschee voll ist von Menschen, die beten, die nebeneinander stehen, aber sich belügen, aber sich im Handel gegenseitig bestehlen, aber Geld veruntreuen, aber die Regeln so ausdehnen und so biegen, dass ihnen das passt. Die Geld nehmen, das ihnen nicht gehört, die schlecht über die anderen reden. In welchem Zustand muss sich ein Herz befinden, dass der Mensch in die Moschee geht zum Beten, an ein Haus, das sich dem Gottesdienst widmet, das sich
der islamischen Lebensweise widmet und damit ist gemeint, bewusst so zu leben, dass ich mein Handeln immer hinterfrage, ist das etwas, was Allah Ta'ala zufriedenstellen könnte? Wie kann es sein, dass die Menschen im Gebet sind, aber ihre Herzen woanders? Nehmen wir uns selbst als Beispiel, ich mich selbst als Beispiel. Wir beten, aber fühlen nichts. Wir rezitieren den Koran, aber unsere Zunge bewegt sich nur, während unser Herz und unser Kopf mit anderen Dingen beschäftigt sind. Das ist der Zustand, in dem wir uns befinden. Ja, wir beten, aber wie beten wir? Ja, wir fasten, aber wie fasten wir? Das Was ist das Äußerliche? Es geht nicht darum, wie lang oder kurz deine Hose ist, ob du einen Niqab trägst oder nicht. Diese Dinge des Was, sie entspringen dem Warum und Wie. Das heißt, wie ich die Dinge umsetze, also was ich mache, dass ich bete, das entspringt dem, dass ich an Allah Ta'ala glaube, dass ich mich mit meinem Herzen ihm zugewandt habe, dass ich beten will, nicht, dass ich es muss. Welcher Sinn hat es, sich mit den Regeln auseinanderzusetzen? Und sie sind wichtig. Jeder von uns sollte wissen, wie er seine Religion praktiziert. Versteht meine Aussage nicht so, dass ich damit sagen möchte, setzt euch nicht damit auseinander und es ist nicht wichtig zu wissen, wie man seine Religion lebt. Es ist essentiell wichtig, dass ein jeder Muslim weiß, wie er seine Religion leben kann. In der Umwelt, in der er sich befindet, wie er sein Gebet vollzieht, wie er die Gebetswaschung macht, welche Kleidung und so weiter und so fort. Aber das, wie man sich verhält, wie man betet, sollte dem folgen, weil man beten möchte. Das, worauf ich hinweisen möchte und das, worauf der Autor hier hinweisen möchte, ist, dass es darum geht, dass man die Dinge machen möchte, dass man mit dem Herzen dabei ist, dass die Äußerlichkeiten nicht das Innere beschreiben. Und wenn die Äußerlichkeit vorhanden ist, der Mensch betet äußerlich, aber innerlich sein Herz woanders anwesend ist, er gleichzeitig belügt, stiehlt, Menschen schlägt, über andere Menschen schlecht redet, Menschen beklaut, Dinge tut, die verboten sind und sich nicht darum bemüht, diese verbotenen Dinge nicht zu tun, sondern sagt, Allah ist barmherzig. Was sagt uns das über uns aus, wenn wir uns so verhalten? Ja, wir beten, aber wie beten wir? Und wenn wir uns so von Allah Ta'ala entfernen, dass der Islam nur noch aus Oberflächlichkeiten besteht, dass der Islam die letzten Jahre auch bei uns Muslimen immer nur die Diskussion ist, wie lang und wie kurz ist deine Hose und wie lang darf der Bart sein und wie lang darf der Bart nicht sein und ist jenes erlaubt und das erlaubt und wir nur noch den Fragen nachgehen, was ist erlaubt und verboten. Und ich sage nicht, dass diese Fragen nicht wichtig sind. Sie sind wichtig. Wir müssen natürlich wissen, was erlaubt und verboten ist. Aber ist das alles, worum es geht? Warum frage ich mich denn überhaupt die Fragen, was ist erlaubt und verboten? Weil ich eine Liebe zu Gott aufbaue, weil ich eine Beziehung zu Gott aufhabe, weil Allah Ta'ala für mich wichtig ist und weil er für mich wichtig ist, stelle ich mich diesen Fragen. Das heißt, das Wichtige ist meine Beziehung zu Allah Ta'ala und das Wichtige ist nicht, wie ich aussehe. Ich halte mich an das, was Allah Ta'ala von mir möchte. Ich versuche, in der besten Art und Weise die Zufriedenheit Allah Ta'ala zu erlangen, soweit es in meiner Macht steht. Ich tue alles dafür, weil ich es will, weil ich Allah Ta'ala liebe, weil ich eine Beziehung zu Allah Ta'ala habe. Und hier geht es nicht nur um die simplen Äußerlichkeiten. Und da mag sich ein mancher auf die Füße getreten fühlen und er soll sich auf die Füße getreten fühlen. Das sind die Oberflächlichkeiten, sind Oberflächlichkeiten. Es ist das Herz, worauf es ankommt und die Oberfläche entsteht aus dem, was im Herzen ist. Und nicht die Oberfläche und dann passt das Herz sich schon an. Das funktioniert nicht. Und das haben uns die letzten Jahre immer wieder gezeigt. Das funktioniert nicht. Wir brauchen eine Beziehung zu Allah Ta'ala. Und
die Versprechungen, die Allah Ta'ala gemacht haben und der Zustand der Welt, oder der Zustand, in der sich die Welt heute befindet, ist die Antwort dafür. Die Menschen beten, aber die Welt ist, wie sie ist. Sie leben ihr Leben, wie es ist. Dann muss es ja eine Diskrepanz geben. Das heißt, es geht nicht darum, dass sie beten, sondern es geht um das Wie. Wie beten wir? Diese Versprechen erfüllen sich dadurch, dass wir auch so erfüllen, dass wir wirklich versuchen, Allah Ta'alas Zufriedenheit zu erreichen. Und nicht, indem wir einfach nur machen und sagen, ja, ist eine Checkliste, ja, habe ich gemacht, habe ich gemacht, habe ich gemacht, habe ich gemacht, habe ich gemacht. So, und Allah Ta'ala, ich habe das übrigens alles gemacht jetzt hier, jetzt gib mir. Was ist das für eine Vorstellung von einer Beziehung zwischen Diener und Schöpfer, zwischen Mensch, der bedürftig ist, und jemand, der absolut unbedürftig der Menschen ist? Es geht nicht darum, wie schön diese Checkliste ist. Ja, meine Hose geht genau so, und mein Bart ist genau so, und mein Hijab ist genau so, und Niqab genau so, und das genau so. Und das ist keine Checkliste. Die Beziehung zu Allah Ta'ala ist keine Checkliste von Oberflächlichkeiten. Die Beziehung zu Allah Ta'ala ist eine Beziehung von Herzen. Und wenn unsere Herzen nicht anwesend sind, wenn wir keine Ehrfurcht fühlen, wenn das Wort Allah Ta'alas uns keine Gänsehaut macht, wenn das Wort Allah Ta'alas uns nicht Tränen in die Augen rührt, wenn Dinge, die wir erleben, die einfach Allahs Allmacht uns gegenwärtig, uns vor Augen halten, wenn diese Dinge uns nicht berühren, dann brauchen wir uns nicht wundern, dass der Zustand der Welt ist, wie er ist. Weil wir, was machen wir denn? Nur oberflächlich den Islam ausleben? Das ist kein islamisches Leben. Islamisches Leben, nochmal, ist der Versuch, in der bestmöglichsten Art und Weise, entsprechend der Lebensumstände, in der man lebt, mit all den Kompetenzen, die man hat, individuell und gemeinschaftlich, Allah Ta'alas Zufriedenheit versuchen zu erlangen. Und das steht immer unter der Frage, unter der ewigen Frage, die uns in allem begleitet, was wir tun, ist das, was ich gerade tue, etwas, womit ich die Zufriedenheit Allah Ta'alas erlangen könnte? Ja oder nein? Das heißt, die Antwort, wenn wir sagen, ja, Allah Ta'ala hat was versprochen, hält es nicht. Er hält seine Versprechen, wenn wir uns auch dementsprechend verhalten. Denn seine Versprechen sind an Dinge gebunden. Hat er nicht gesagt, wer das Gute tut, von den Männern und den Frauen und glaubt. Was ist das für ein Glaube, der voller Zweifel ist? Was ist das für ein Glaube, in dem man Dinge oberflächlich tut und die Herzen an einer anderen, also die Oberfläche etwas ist und der Inhalt etwas ganz anderes? Das ist eine Mogelpackung. Das heißt, wir müssen an erster Stelle an uns selbst arbeiten und das Erste, woran wir arbeiten, ist unsere Beziehung zu Allah Ta'ala. Unser Herz, unser Bewusstsein, unser eigenes Sein in Bezug zu Allah Ta'ala, welche Beziehung haben wir zu Allah, dem Erhabenen? Und deswegen sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jemand, dem das Herz gewaschen worden ist, dem die Sünden vergeben worden sind, der davon frei ist, Sünden zu gehen, zu begehen, menschliche Fehler, ja, Sünden, nein, und menschliche Fehler in großen Klammern, und das sagen wir wirklich nur in großen Klammern, denn der Prophet ist der Prophet von Allah Ta'ala auserwählt, das Wort Allah Ta'ala zu predigen und als Botschafter zu den Menschen zu gehen, die Botschaft Allah Ta'ala zu verkünden. Dieser Mensch, dieser edle, noble Mensch, unser geliebter Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt: Inni la astaghfirullaha fil yawmi mi'ata marra. Und wahrlich, ich bitte Allah täglich 100 Mal um Vergebung. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der die engste Beziehung zu Allah Ta'ala hat, der eine absolut enge Beziehung zu Allah Ta'ala hat, sagt, ich bitte Allah Ta'ala 100 Mal am Tag um Vergebung, weil er weiß,
dass das, was Allah Ta'ala ihm gibt, er nie zurückgeben kann, weil er weiß, dass die Menschen schwach sind, dass wir als Menschen schwach sind, dass er als Mensch schwach ist. Und das ist der Barmherzigkeit Allah, das ist auf die Barmherzigkeit Allah Ta'alas zurückzuführen ist, dass wir in so viel Gnade leben, dass es uns so gut geht. Und deswegen sagen einige der Rechtgeleiteten und der Gelehrten immer, die guten Taten der Allgemeinheit, das sind die Sünden der Gottesnahen. Die guten Taten der Allgemeinheit sind die Sünden der Gottesnahen. Wie sollen wir das verstehen? Je näher wir uns an Allah Ta'ala befinden, je stärker unsere Beziehung zu Allah Ta'ala ist, desto mehr machen wir für ihn. Desto einfacher wird das Nachtgebet. Unser einer ist froh, wenn er einmal im Monat in der Nacht gestanden hat und zwei Rak'at vor Fajr gebetet hat und quasi das Nachtgebet gebetet hat. Unser einer ist froh, wenn er das gemacht hat und sagt, MashaAllah, ich habe es geschafft. Während das für jemanden, der eine enge, intensive Beziehung zu Allah Ta'ala aufbaut, für denjenigen ist das was? Für denjenigen ist das schon fast, wenn ich das nicht jede Nacht mache und davon 8 Stück, dann habe ich Allah Unrecht getan. Je näher ich an Allah Ta'ala bin, desto bewusster werde ich mir darüber, wie ich handle. Und desto genauer wird mein Blick auch auf mein eigenes Handeln. Und Allah Ta'ala sagt uns, beziehungsweise sagt uns, indem er uns die Geschichte von Bani Israel erzählt, aber das ist auch an uns gerichtet. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِي بِعَهْدِي بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَرْحَبُونَ. Erfüllt euren Schwur und ich erfülle meinen Schwur. Erfüllt euren Teil der Abmachung und ich erfülle meinen Teil der Abmachung. Glaubt an mich so, dass ihr eine Beziehung zu mir habt, seid wirklich überzeugte Muslime, betet mit Herz und ihr findet die Erleichterung. Und deswegen der Vers, in dem es heißt, Ala inna bi dhikri Allahi yatma'inna al-qulub, und wahrlich im Gedenken an Allah finden die Herzen Ruhe. Dieser Vers wird man verstehen, wenn man ihn schmeckt. Wie soll man denn einen Vers schmecken? Das ist Papier, das steht auf Papier. Man schmeckt ihn, wenn man weiß, was die Nähe von Allah Ta'ala bedeutet. Wenn man weiß, wenn man in diesen Momenten war und weiß, nur Allah Ta'ala konnte mir das geben. Wenn man die Macht Allah Ta'ala spüren durfte, an Beispielen, an besonderen Erlebnissen. Menschen, die krank waren, die von heute auf morgen geheilt wurden. Oder Dinge, die man nie erwartet hat, die sich auf einmal eröffnen. Türe, von denen man felsenfest überzeugt war, die werden sich nie öffnen, hat Allah Ta'ala für einen geöffnet. In diesen Momenten begreifen wir, in der Nähe Allahs finden wir Ruhe, weil wenn wir nah an Allah Ta'ala sind, werden die Dinge einfach. Der objektive Blick darauf mag sein, oh, das wirkt aber sehr anstrengend und schwer. Das schwerste Leben, die schwersten Leben hatten unsere Propheten. Alle Propheten hatten die schwersten Leben. Aber individuell haben sie immer voller Liebe und voller Ruhe gelebt, weil sie so nah an Allah Ta'ala war. Und das ist das Individuelle. Das Äußerliche ist etwas und das Individuelle, das Innere ist etwas anderes. Äußerlich sieht es schwer aus, für denjenigen, der es lebt, sieht es einfach aus. Stellt euch Folgendes vor. Ein schweres Gewicht. Wenn ich ein schweres Gewicht tragen würde, ich würde darunter, oh, das ist richtig anstrengend. Jetzt kommt einer und der hat richtig Kraft, der hat richtig trainiert und hebt das hoch. Für den ist das ein Fliegengewicht, der macht das mit einem kleinen Finger. Warum? Weil er innerlich weil er die Stärke hat. Und diese Stärke ist der Glaube, die Beziehung zu Allah Ta'ala. Je stärker diese Beziehung, desto einfacher ist das Leben, weil Allah Ta'ala es mir einfach macht. Selbst wenn es objektiv schwerer aussieht. Es kam ein Schüler zu seinem Lehrer und er sagte zu diesem Lehrer, oh mein Lehrer,
Zeige mir einige der Gnaden, einige der Vorzüge, mit denen Allah Ta'ala dich ausgestattet hat, dass mein Glaube stärker wird. Also zeig mir diese Besonderheiten, die Allah Ta'ala dir gewährt hat, vielleicht, damit mein Glaube stärker wird. Und der Lehrer schaut ihn an und sagt ihm, siehst du nicht die ganzen Wunder und die Gnaden, mit denen Allah Ta'ala mich jeden Tag überschüttet? Siehst du sie nicht? Und der Schüler sagt, was meinst du? Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Und der Lehrer sagt, laufe ich nicht auf dieser Erde aufrecht, ohne seitlich umzukippen? Esse ich nicht jeden Tag, ohne zu platzen? Ist das nicht alles ein Vorzug von Allah Ta'ala? Und dabei ist das, was ich tue, nichts im Gegensatz zu dem, was Allah Ta'ala für mich tut? Und ich bedürfe, also wenn Allah Ta'ala mit mir gerecht war, würde ich abgerechnet werden, würde ich eine Strafe bekommen, weil ich nichts von dem zurückgeben kann, was er mir gibt? Und deswegen, liebe Geschwister, sollen wir uns vor Augen halten, und das ist der Abschluss dieser Weisheit, nie an dem Versprechen von Allah Ta'ala zu zweifeln. Und wenn wir merken, wir zweifeln an dem Versprechen, sollen wir erstens wissen, entweder ich habe verlernt, dankbar zu sein. Und liebe Geschwister, Achtsamkeit und gelebte Dankbarkeit ist etwas, was der Islam von uns fordert. Und es ist von uns auch wichtig, dass wir das haben. Warum? Damit wir lernen, genau hinzuschauen. Und deswegen sagen die Gelehrten immer, schau nicht auf das, was du nicht hast, sondern schau auf das, was du hast gegenüber anderen. Anders formuliert, schau nicht auf, was andere Menschen haben und du nicht besitzt, sondern schau, was du hast, aber andere nicht besitzen. Entwickel Dankbarkeit dafür, und da ein Ratschlag von mir, einen praktischen Ratschlag, um das in Praxis umzuwandeln. Gewöhnt es euch an, des Nachts bevor des Schlafens gehen, und trainiert euch das an. Von mir aus fangt an, indem ihr einen Zettel nehmt und einfach mal aufschreibt. Was ist das, womit Allah Ta'ala mich gesegnet hat? Was sind die Dinge, mit denen Allah Ta'ala mich in seiner Gnade überschüttet hat? Ich habe eine Familie. Ich habe einen Vater, eine Mutter, ich habe Geschwister, ich wohne in einem Haus, ich habe gesunde Füße, gesunde Hände, Arme, Beine, ich bin vernünftig, ich habe Augen. Macht euch mal, wir sollten uns alle immer wieder bewusst machen, was wir eigentlich alles haben. Ich habe ein Handy, ich habe Internet. Ich habe heute noch von einem Bruder ein Video bekommen. Vielleicht kann ich das zeigen. Kinder, die aus dem Müll essen. Weiß nicht, sieht man das? Ja. So, ich muss euch das einfach zeigen. Kinder, die aus dem Müll essen. Die sich die Reste aus dem Müll zusammensuchen und dann aus dem Müll essen. Und wir essen und schmeißen die Hälfte weg. Wir müssen lernen, dankbar zu sein für das, was wir haben, damit wir es wertschätzen und nicht verschwenderisch sind und richtig damit umgehen. Es hilft nicht, wenn man immer spendet, weil man ein schlechtes Gewissen hat, ja, Allah, ein bisschen spenden, aber dabei sein Leben lebt wie der... Das geht nicht. Dankbarkeit heißt, sie auch wirklich zu fühlen und zu wissen, was Allah Ta'ala einem gegeben hat. Eine Liste anzulegen, schreibt auf, was ihr alles habt. Ein Computer, eine Playstation, eine Freundinnen, Freunde, einen Ehepartner, eine gute Ehepartnerin und so weiter und so fort. Alles aufschreiben. Macht euch mal bewusst, wir alle sollten uns immer wieder bewusst machen, was wir eigentlich alles haben. Das ist das Erste. Übt die Dankbarkeit zu üben. Und der zweite Punkt ist, sich darüber bewusst zu machen, dass wir eine Beziehung zu Allah Ta'ala brauchen. Und dann wird uns bewusst, Allah Ta'ala wird immer seine Versprechen erfüllen. Das ist die siebte Weisheit. Kommen wir zur achten Weisheit. In der heißt es,
إذا فتح لك وجهة من التعرف فلا تبالي معها أن قل عملك، فإنه ما فتحها لك إلا وهو يريد أن يتعرف إليك. ألم تعلم أن التعرف هو مريده عليك، والأعمال أنت مهديها إليه؟ وأينما تهديه إليه مما هو مريده عليك. Wenn er dir, er Allah, wenn er dir eine Tür der Erkenntnis seiner eröffnet, so kümmert es dich nicht, dass gering ist dein Werk. Denn er hat dir dies nur aufgetan, weil er für dich möchte, dass du ihn, Allah Ta'ala, erkennst. Weißt du denn nicht, dass Erkenntnis das ist, was er für dich gewollt und dir bringt? Und Werke das, was du ihm schenkst? Und was ist das, was du ihm schenkst, gegenüber dem, was er für dich gewollt und gebracht? Dazu folgendes. Der Mensch kann auf zwei Arten die Erkenntnis über Allah Ta'ala gewinnen. Der Mensch kann auf zwei Arten die Möglichkeit erhalten, Allah Ta'ala zu erkennen. Die erste ist, dass der Mensch sich Allah Ta'ala zuwendet. Das ist ein langer, anstrengender Weg. Also der suchende Reisende, der auf die Reise geht nach Gott und sucht und die Antworten sucht. Er schaut sich unterschiedliche Religionen an, unterschiedliche Sichtweisen, aber er ist immer auf der Suche nach Gott, nach Allah. Dieser Mensch geht von sich aus auf die Suche los in diesem Leben und sucht Allah. Und irgendwann auf diesem Weg zu Allah Ta'ala öffnet sich eine Tür für ihn und er erkennt Allah. Er erkennt die Wahrheit für sich und findet so zu Allah Ta'ala. Das heißt, in diesem Schritt geht der Mensch die ersten Schritte und dann öffnet Allah Ta'ala ihm eine Tür und er erkennt, der Mensch erkennt Allah Ta'ala. Der zweite ist, Allah Ta'ala wirft die Erkenntnis in das Herz der Menschen. Von einem Moment auf den nächsten überrollt diesen Menschen die Erkenntnis, ohne dass er groß auf der Suche war. Vielleicht ist etwas Besonderes passiert und es macht Klick. Er hat etwas Schreckliches erlebt, es macht Klick. Er hat etwas unglaublich Schönes erlebt, es macht Klick. Ein Moment, der alles ändert. Ein Moment, dem nicht ein Suchen vorausgegangen ist. Ein Moment, wo nicht langes Zweifeln und Überlegen vorausgegangen ist, ein Moment, der alles verändert, weil Allah Ta'ala in das Herzen dieser Menschen die Erkenntnis zu ihm einwirft. Und dieser Weg, den ist, Allah Ta'ala macht den ersten Schritt. Allah Ta'ala wirft es in das Herzen diesen Menschen, ohne dass der Mensch große Wahl darüber hat, ohne dass der Mensch lange gesucht hat. Jetzt wird man sagen, woher hast du das? Allah Ta'ala sagt im Koran, Allahu yashtabi ilayhi man yasha wa yahdi ilayhi man yunib. Also, Allah erwählt dazu. Dazu ist der Weg zu ihm. Der Islam im Sinne, die Anerkennung Allah Ta'alas und die Niederwerfung im Sinne der Akzeptanz Allah Ta'alas als den Schöpfer. Allah erwählt dazu, wen er will und leitet dazu, wer sich ihm reuig zuwendet. Ijtiba, yajtabi, auswählen, erwählen. Übrigens, der Vers ist Vers 13 in Sura 42. Ja. Dieser Ijtiba ist, dass Allah Ta'ala jemand auserwählt. Das ist der zweite Weg, den wir benannt haben. Allah Ta'ala wirft die Erkenntnis in das Herzen des Menschen.
Der Mensch hat keine Wahl. Und der andere, der anstrengende Weg für den Menschen, das ist ein Weg, den der Mensch aus freiem Willen geht. Und Allah macht ihm irgendwann die Tür auf. Das ist der Weg der Hidayah. Wir nennen ihn der Weg der Hidayah. Es gibt den Weg des Ijtiba, und es gibt den Weg der Hidayah. Und Allah Ta'ala wird auf die eine oder andere Weise die Tür öffnen. Entweder weil er sie dir direkt öffnet durch einen besonderen Moment, oder aber weil du auf der Suche warst und dann öffnet sich die Tür. Und diese Suche kann lange dauern oder sie kann verkürzt werden, weil Allah Ta'ala sich dir gnädig zuwendet. Wenn Allah Ta'ala dich auserwählt hat, dass er dir das in dein Herz schenken möchte, dann ist nicht wichtig, wie viel du bisher getan hast. Dann kümmert dich nicht, dass gering ist dein Werk. Du bist keinen langen Weg gegangen. Du bist nicht als Reisender auf der Suche von Allah Ta'alas unterwegs. Nein, Allah Ta'ala hat dich auserwählt. Er hat in seiner Gnade dir diese Tür einfach aufgemacht. Unabhängig dessen, was du getan hast. Weil Allah Ta'ala, was möchte er? Möchte Allah Ta'ala? Weil Allah Ta'ala dir die Möglichkeit gibt, erkenne mich, erkenne Allah Ta'ala, erkenne die Religion, erkenne den Sinn des Lebens, erkenne, warum du auf dieser Welt existierst, erkenne deinen Sinn. Allah, Gott, der in seiner Allgnade und Allbarmherzigkeit möchte sich dir zuwenden. Er möchte sich dir zuwenden und dir die Türen und die Tore öffnen. Indem er dein Herz öffnet ihm gegenüber. Und das Zweite, selbst wenn ich auf dem Weg bin, wird Allah Ta'ala mir auch irgendwann die Tür öffnen. Also ich suche, ich informiere mich, ich lese, ich bilde mich. Auf diesem Weg wird Allah Ta'ala irgendwann die Tür öffnen. Auch das ist, weil Allah Ta'ala dir die Tür öffnen möchte, dass du ihn kennenlernst. Dass du eine Beziehung zu ihm aufbauen kannst, dass du erkennst, diese Welt stammt von einem Schöpfer, dem es gebührt, dass man ihm dient. Ihm dient meint entsprechend der Norm, der Ethik, der Moral und der Regeln zu leben, die er, der allweise, allgnädige, allwissende Schöpfer, gesetzt hat. Und dazu ein paar Beispiele. Die Beduinen zu der Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Friede und Segen Allahs mit ihm, als sie die Botschaft gehört haben, sie waren weder groß gebildet, noch hat sie irgendwas besonders ausgezeichnet, außer dass sie sehr befähigt auch waren in der arabischen Sprache. Sie haben den Koran gehört. Sie haben das Wort Allah Ta'alas vernommen und haben gesagt, ich glaube. Allah Ta'ala hat ihnen sofort den Glaube ins Herzen geschenkt. Oder nehmt die Geschichte von Al-Fudayl bin Ayyad, einer der großen Gelehrten, die heutzutage noch immer wieder zitiert werden, voller Weisheiten, voller Erkenntnis darüber, wie wir uns erziehen im Islam, wie wir als gläubige Muslime ein gottgerichtetes Leben leben. Diese Person war was? Sie war ein Wegelagerer, ein Dieb, ein gemeiner Räuber. Ein so schlimmer Räuber, ein so schlimmer Dieb, ein so schlimmer Gangster, dass die Leute zu ihren Kindern nachts gesagt haben, wenn du dich nicht benimmst, dann kommt Ayat dich holen. Er war so das Schreckensgespenst. Und eines Abends wollte er in ein Haus einbrechen. Und während er auf dem Dach war, hört er, wie der Imam in einer Moschee rezitiert: Alam ya'ni lil-ladina amanu an takhsha qulubahum li dhikrillah. Das ist in Surah Hadid, Vers 16. Ist es denn nicht an der Zeit für diejenigen, die glauben, dass ihre Herzen Ehrfurcht empfinden
im Gedenken an Allah Ta'ala. Und Al-Fudail schreibt selbst über diesen Moment, dass er beinahe vom Dach gefallen wäre, weil dieser Vers ihn so erschlagen hat, dass er darauf sein gesamtes Leben verändert hat und zu einem großen Gelehrten wurde. Und er war um die 30 herum, als er diese Veränderung kam. Er hat sein komplettes Leben umgerissen. Oder nehmen wir die Geschichte von Malik bin Dinar. Und wer ist Malik bin Dinar, dass er Erwähnung, also Erläuterung braucht, um dass wir erklären, wer er ist? Ist Malik bin Dinar ein großer Gelehrter? Ein sehr, sehr, sehr großer Gelehrter. Er war Polizist, aber er war ein korrupter Polizist. Er war ein korrupter Polizist und hat Geld entgegengenommen, um Leute rauszulassen aus Gefängnissen oder einzusperren und um Leuten Geld wegzunehmen, Arme zu berauben. Und eines Tages ist er in der Stadt unterwegs auf Patrouille und sieht, wie ein reicher Händler einen armen Mann beklaut. Und wie? Der arme Mann, beziehungsweise der reiche Mann nimmt dem armen Mann alles weg, was er hat. Und der arme Mann sagt ihm, dem reichen Mann, ich bin heute aus dem Haus hinausgegangen. Dem Befehl Allah Ta'alas folgend und dem Ratschlag des Propheten, Frieden und Segen auf ihm folgend, dass die gebende Hand besser ist als die nehmende Hand. Und um meine Familie zu versorgen, bin ich rausgegangen mit dem wenigen, was ich habe und habe den ganzen Tag gehandelt. Das, was du mir gerade wegnimmst, ist das, was ich erhandelt habe, womit ich zurückgegangen wäre zu meiner Familie, um sie zu versorgen. Ich werde dich bei Allah Ta'ala anklagen und meinen Töchtern sagen, sie sollen dich anklagen, dass du ihnen ihr tägliches Brot verweigert hast. Und Iyad, also Malik bin Dinar, kriegt das mit und sagt, Subhanallah, so ein armer, einfacher, reicher Mann bemüht sich den ganzen Tag nur, damit er für den Tag genug Essen hat. Und da kommt irgendein Reicher und nimmt das weg. Wie ungerecht habe ich immer gehandelt. Er geht hin, nimmt das vom reichen Mann weg, gibt es dem Armen und sagt dem Armen, bitte deine Töchter, dass sie Dua machen, Bittgebete sprechen für mich, dass Allah Ta'ala mir vergeben möchte. Und ab dem Moment hat Malik bin Dinar sein Leben verändert. War kein Polizist mehr, hat das korrupte Dasein beendet und hat sich den islamischen Wissenschaften gewidmet und ist ein großer Gelehrter geworden. Allah Ta'ala sagt uns, فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين. Und wahrlich, Allah Ta'ala wird mit einem Volk oder mit Menschen kommen, die er liebt und sie lieben ihn. Und sie sind bescheiden unter den Gläubigen und selbstbewusst und voller Achtung gegenüber denjenigen, die nicht glauben. Der Punkt ist hier, Allah Ta'ala wird immer wieder Menschen zu sich rufen, die ihn lieben und die er liebt. Und deswegen, liebe Geschwister, geht es hier darum, dass die Erkenntnis über Allah Ta'ala ist das größte Geschenk, das Allah Ta'ala uns geben kann. Dass wir Muslime sind, dass wir die Religion gefunden haben, dass wir Allah Ta'ala gefunden haben, ist das größte Geschenk, denn es ist nicht selbstverständlich. Denn es ist ein Geschenk, das Allah Ta'ala uns gegeben hat. Und alles, was wir tun, sind kleine Geschenke. Dass wir uns daran halten, worum der Schöpfer uns bittet, ist nichts im Vergleich zu dem, was Allah Ta'ala uns geschenkt hat. Alles, was wir tun, ist Pustekuchen, ist Staub im Vergleich zu dem, was Allah Ta'ala für uns getan hat. Und deswegen sollen wir uns darum bemühen, Allah Ta'ala immer wieder zu finden. Immer wieder zu finden im Sinne, uns darüber bewusst zu machen, dass die Allmacht Allah Ta'alas allgegenwärtig ist. Deswegen heißt es in der Jawharat al-Tawhid,
Und die Jawaharat al-Tawhid ist ein Gedicht über die Glaubensinhalte. In der heißt es: Fanzur ila nafsika thumma taqili lil alam al-uli thumma sufli tajid bihi sun'ati badi sun'an badi al-hakami lakin bihi qama dalil al-adami wa kullu ma jaza alayhi al-adamu alayhi qat'an yastahil al-qidam. Zu Deutsch: So schaue und blicke in dich selbst und lasse dann deinen Blick über die Schöpfung wandern. Die Erhörte, also das, was du im Himmel siehst und über dir siehst, und die erniedrigte Schöpfung, das, was du um dich herum siehst und in der Erde siehst. Du wirst in der Schöpfung außergewöhnliche Schöpfungsfertigkeit erkennen. Doch erkennst du in der Schöpfung auch ihre Vergänglichkeit. Die Blume, sie wächst und sie verwelkt. Und all jenes, welches vergänglich ist, das kann nicht ewig sein. Und deswegen muss derjenige, der diese Dinge erschaffen hat, urewig sein. Urewig heißt immer schon da, immer seiend und immer seiend werdend. Allah Ta'ala kein Ende und kein Anfang. Kein Anfang und kein Ende. Und deswegen, liebe Geschwister, sagt der Autor uns hier: Mache dir erstens bewusst, in welcher Gnade du lebst, dass Allah Ta'ala dir die Tore zu ihm eröffnet hat. Und dann mache dir bewusst, dass das, was du tust, nichts im Vergleich zu dem ist, was er für dich tut. Und dann mache dir bewusst, dass Allah Ta'alas Allmacht um dich herum überall erkennbar ist. Erkennst du ihn nicht in der Schöpfung der Welt? Erkennst du ihn nicht in der Schöpfung, wie du geschaffen bist? Erkennst du ihn nicht in all dem, was dich umgibt? Erkenne ihn, indem du blickst, indem du suchst, indem du nachdenkst. Und so wirst du mit Allah Ta'alas Barmherzigkeit Allah Ta'ala finden. Und das war die 8. Weisheit. Und inshallah machen wir nächste Woche weiter mit der 9. Weisheit. Und an der Stelle bedanke ich mich auch, oder wir uns, bei euch für eure Aufmerksamkeit, für euer Zuhören, und inshallah ta'ala war dies von Nutzen für euch alle. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhanak wa hamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wal 'asr, innal ladina amanu wa sabru bil haqq wa sabru bis sabr. Und die Fatiha zum Abschluss. Und assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.